Eindeutig. Die habe ich auch in meinem Badezimmer übrigens. Genauso. Auch genauso gut. Ja. Garage. Shepard, brauchen Sie was? Bitte jetzt nicht den Satz ablassen. Haben Sie mal eine Minute Zeit? Sicher. Oh. Ich schlage sowieso nur die Zeit tot. Ich wollte Ihnen nochmal für Ihre Hilfe bei Sidonistan. Was auch immer die Kollektoren, Reaper oder wer uns sonst dazwischen vorhaben. Ich bin sicher, dass Sie die Mission zum Erfolg führen. Glauben Sie wirklich, dass wir auf etwas Schlimmeres als Kollektoren oder Reaper stoßen werden? Bei meinem Glück? Ich rechne immer mit dem Schlimmsten. Dann besteht zumindest die geringe Chance, angenehm überrascht zu werden. Stimmt. Ich könnte das nicht ohne Sie machen, Garrus. Natürlich könnten Sie das, nur halt nicht so elegant. Oh. Es ist komisch, auf einem Schiff der Menschen in einen Selbstmordeinsatz zu ziehen. Ihre Leute bereiten sich auf riskante Operationen völlig anders vor als Turianer. Hier, du warst aber auch bei Eilos mit dabei. Das war auch eine riskante Operation. Ich dachte, Sie wären riskante Missionen auf Schiffen der Menschen gewöhnt. Ja. Denken Sie doch nur an die Verfolgung von Saren nach Ilos. Eilos. Schon, aber das ging ja schnell. Wir sind losgedüst, haben ein paar Geth in die Luft gejagt und dadurch die Galaxie gerettet. Dieses Mal, Miranda und Cerberus und diese VI und alle erzählen uns ständig, mit wem wir uns da anlegen. Frierst du auch wie ein Arsch? Optimismus ist mir wesentlich lieber. Was? Ob du auch frierst? Ich habe mir den Arm Ärmel hochgebunden, was auch immer, und ich habe keine Gänsehaut, nein. Dann bist du kälteresistenter als ich. Ja, ich bin im Winter geboren, da ist man. Ja, ich auch. Lass mir das. Nein, das ist nicht der Winter. Haben Sie es je bereut, C-Sicherheit oder das turianische Militär verlassen zu haben? Keine einzige Minute. Wenn ich es mir recht überlege, Shepard, bin ich wohl kein besonders guter Turianer. Warum? Wenn ein guter Turianer einen schlechten Befehl bekommt, befolgt er ihn. Er beschwert sich vielleicht, aber er kennt seinen Platz. Aber ich sehe keinen Sinn darin, still und höflich zu bleiben. Nicht, wenn die Galaxie auf dem Spiel steht. Tja. Vor 2 Jahren hat er es noch anders gesehen. Ja! Da hat er auch vielleicht auch noch den Stock im Arsch. Mal im Ernst, Garrus. Wie schätzen Sie unsere Chancen ein? Im Ernst? Die Kollektoren haben sie schon mal getötet. Und ja, sie sind deshalb lediglich stinksauer. Ja. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die sie diesmal aufhalten können. Aber unerforschtes Gebiet, überlegene Technologie und die Kollektoren? Wir werden Verluste haben. Daran besteht kein Zweifel. Keine schöne Analyse, ich weiß. Aber keine Sorge, ich sag's nicht weiter. Scheiß drauf, ich bin der Drecksack mit der Waffe. Genau. So, jetzt sprechen wir mal über turianische Vorbereitung auf eine heikle Mission. Genau. Wie bereiten sich Turianer denn auf riskante Missionen vor? Normalerweise durch Gewalt. Auf turianischen Schiffen herrscht mehr Betriebsdisziplin als bei der Allianz. Mhm. Dafür gibt es weniger persönliche Einschränkungen. Unsere Commander führen ein strenges Regiment, aber sie wissen, dass sie Dampf ablassen müssen. Auf turianischen Schiffen gibt es Fitnessräume, Kampfsimulationen und sogar Vollkontakt-Sparring. Was immer den Leuten hilft, Stress abzubauen. Vollkontakt-Sparring? Sie haben sich gegenseitig die Köpfe eingeschlagen. Ja. Fragen wir mal nach. Soll das heißen, auf turianischen Schiffen kämpfen Crewmitglieder vor einer Mission gegeneinander? Jo. Natürlich unter Aufsicht. Niemand riskiert eine Verletzung, die die Mission gefährdet. Es ist auch eine gute Methode, Streitigkeiten freundschaftlich beizulegen. Hm? Bei einer Mission sollten wir mal eine Piratengruppe der Batarianer angreifen. Höchst riskante Sache. Diese Aufklärungsspezialistin und ich kriegten uns in die Haare. Blanke Nerven hauptsächlich. Sie hat vorgeschlagen, die Sache im Ring zu klären. Und? Sie haben sie bestimmt mit sanfter Gewalt niedergerungen. Also eigentlich waren wir beide die besten Nahkämpfer auf dem ganzen Schiff. Ich hatte den Reichweitenvorteil, aber sie war sehr gelenkig. Ja. Es war brutal. Pass auf. Nach 9 Runden entschied der Unparteiische auf Unentschieden. Viele hatten Wetten abgeschlossen und fanden das gar nicht gut. Wir setzten unseren Ringkampf dann in ihrem Quartier fort. Ich hatte den Reichweitenvorteil, aber sie war sehr gelenkig. Vielerlei Art abbauen. Selbst Shepard grinst und schüttelt den Kopf. Hier. Ja, das, danke für das Gespräch, Garrus. Wir sehen uns später. Ach ja. Danke für die Information. Das sortieren wir jetzt unter Dinge, die keiner wissen will, aber jeder hören will. Ja, eigentlich schon. So, wen haben wir noch übrig? Miranda. Ne, die will noch, dass ich die Loyalitätsmission mache. Ach so. Ups, ich hab das Mikrofon berührt. Ich weiß wen nicht, weil ich
Hast du? Grunt und die beiden Ingenieure. Achso. Mit Justin rede ich nicht mehr. Achso. Ja, Justin ist ja auch doof. Ja. Justin ist... Mensch. Böse. Ja, Justin ist jetzt, hat doch jetzt ein Bad Boy. Mensch. Passt doch. Ja. Der sieht ja genau so aus. Oh! Ja, das war heftig, Junge. Also... Oh Gott. So. Alle Grunt. Quotenkroganer. Was? Der Quotenkroganer. Genau, das ist der Quotenkroganer. Ich schau nur mal vorbei. Wie geht's Ihnen? Ich bin nur... Ich sitze hier und denke an das Bild. Und langsam begreife ich es. Ein Bild auf dem Tank von der Schlacht von Kamrum. Ein toter Turianer. Rex sah nicht so ausgezogen. Aus. Ja. Ohne Panzerung sieht man die ja selten. Auf seinem Kopf ein kroganischer Stiefel und ein Klauenhammer. Es ist unter der Stirnplatte, man muss sie nur zurückschieben. Die Augen sind schon schwarz geworden und man sieht die Anspannung in den Muskeln. Man spürt, dass sie kurz davor sind zu reißen. Ich begreife. Das ist lustig, aber Shepard scheint das wohl nicht zu verstehen. Man muss vielleicht dabei gewesen sein, aber ich verstehe den Witz nicht. Es ist kein Witz, es ist einfach nur super. Ein Turianer wird für seine Untaten in Fetzen gerissen. Bisher habe ich nichts gespürt, aber jetzt begreife ich. Es war ein guter Kampf. Der Feind wurde vernichtet, um sie alle zu bestrafen und ihnen eine Botschaft zu schicken. Ich begreife es. Ich hasse Turianer. Oi. Ich dachte, das würde sie freuen. Lass die Finger von Garrus. Fangen Sie keinen Streit mit Garrus an. Ich dulde so etwas nicht auf meinem Schiff. Ja. Ich hasse Garrus nicht. Ich hasse die Turianer. Garrus ist zwar Turianer, aber er gehört zu ihrem Clan. Ich reiße ihm nur das Gesicht ab, wenn er sich gegen mich stellt. Es ist zwar Hass, aber mein eigener. Okir war blind und wollte, dass ich es auch werde. Doch dank Ihnen habe ich jetzt einen Clan. Und langsam begreife ich, warum das wichtig ist. Wie auch immer, ich grüble immer noch, wo ich da hineinpasse, aber ich musste eben einfach darüber lachen. Ohne tieferen Sinn, Shepard. Fertig? Ja, aber wenn er ihr, Garrus das Gesicht abzieht, dann reiße ich ihm sein Vorpack raus. Ja. Übrigens, der unsinnigste Raum der Normandy, die, ich sag das nochmal, der Durchgang? Es ist ein Durchgang. Ja, es ist ein Durchgang. Der wird noch unsinniger durch den Bewohner da unten. Was, da ist jemand? Ja. Geh mal. Gut. Ah! Ruckel! Warte, ich beende die Aufnahme und starte sie direkt nochmal. Obwohl, jetzt geht's wieder. Wir ruckeln uns durch die Welt. Ja. Okay, es geht echt nicht. Du wolltest es nicht anders! Das tut in den Augen weh, oder? Ja. In meinen bisherigen 10 Spieldurchläufen habe ich mich aber dran gewöhnen können. Nee, hier bin ich falsch. Ich muss nur einmal rumgehen. Nee, das ist der Aufzug. Hier bin ich richtig. Don't hurry. Sagt was. Okay, dann nicht. Warum sagen sie nichts? Sie mögen dich nicht mehr. Informations. Richtig, KIZ. Oder auf Englisch CIC. So, bevor wir weiterfliegen, will ich das von Joker hören. Ja. Ich habe ihm jetzt eine Bedenkzeit gegeben, aber jetzt wird's jetzt ernst. Wenn er jetzt das nicht sagt, dann gibt's Schläge. Dann kacke ich ihm in den Teich. Genau. Aber auch nur, wenn du vom Wind geblendet wirst. Richtig. Na? Hast du uns was zu sagen? Edi, wir haben Austritt am Lithium-Kühlkörper Nummer 16. Das war das Falsche. Ich mach jetzt nicht aus. Du siehst jetzt nichts mehr. Siehst du eh nichts. Der doch direkt auf den Bildschirm. Aerogel-Anzeigen und Festkörperoptik. Alles so primitiv. Mann, ich kann die Zukunft kaum erwarten. Okay, das war lustig, du kriegst wieder deinen Weltraum. Wusch. Wir warten aber auf. Man sieht da raus und auf einmal ist das wie. Wissen Sie, da ist das Ganze so wie. Wissen Sie? Ah, ja. Ja.
total schlüssig. Nach voran. Los. Komm! Gibt es ein Problem mit den... Nein, auch alles in Ordnung. Und das auch. Ich will nicht wissen, was er kontrolliert hat. Ja, aber ich komme nächste, also nach der Mission komme ich nochmal wieder und dann sagst du uns, was du. Ja, dann sagst du uns, was du willst, oder ich nehme dir dein Fenster weg. Genau. Dann sollst man gucken, wie du auskommst ohne Luft. Genau. Hier. Keine Nachrichten für Sie, Commander. Keine Nachrichten für Sie, Commander. Halt, jetzt sollte eigentlich was passieren. Ich habe mich verkalkuliert. Wusch. Wusch. Soll ich schon machen? Ja, ich mache es. Ich rekrutiere Tali. Da. Auf Hailstrom, das ist übrigens Geth-Gebiet hier. Ja. Deshalb, welche Gegner werden uns dort erwarten? Geth. Nee. Kogana. Ach so, ja. Also, im Geth-Gebiet, Geth, das ist hirnrissig von dir. Na ja, ich nehme meinen Klienten auch. Echt mal. Geths haben normalerweise starke Zünder, nur wegen Gesundheit brennt es darauf vor. Was laberst du? Was ist denn das? Der mit der Quoten-Mako. Wir haben keinen Mako, der Quoten-Mako kommt erst später noch, du verdammter Spoilerer. Das sieht aber so aus wie ein Mako. Das ist ein Shuttle. Das ist ein scheiß Shuttle, ey. Den nehme ich mit, weil ich lustig bin, nehme ich Mirano Jacob mit. Nein. Doch. Das ist meine Standardgruppe wegen biotischen Kombos. Ach so. Biotische Felder... Nein. Was ist das? Hallo. So. Jetzt kann ich ein bisschen skillen und Skill Attack Panzerung auf Maximum. Ja. Oh, das ist super. Da kriege ich erstmal 75% der maximalen Schildleistung. Der Energieimpuls wird heftiger und nach dem Energieimpuls kriege ich meinen halben Schild zurück. Oh. Und wenn der down ist, ist wieder die Sturmpanzerung aktiv. Oh. Fies. Ja, ich bin jetzt unbesiegbar. Punkt. Ja. Aber nee, es sei denn, ich spiele. Ja, wenn du spielst, dann selbst wenn du Reaper steuerst, wirst du besiegt von der Motte. Ja. Bis du dann auch noch zustimmst. Ja. Hallo. So. Der macht ziehen, weil das brauche ich. So. Den M226 Avalanche, den tausche ich jetzt mal ein gegen den Bogenprojektor. Das ist auch eine Bonuswaffe, die man durch den Cerberus-Code kriegt. Ich werde sie dir gleich demonstrieren. Mit 6 Optionen. Achso, jetzt versteht er es. Ja. Ich werde dir diese Begrifflichkeit demonstrieren. Oh, mein Käfer. Oh. Ja, die Sonne ist etwas stark, also man braucht hier schon Sonnenschutzcreme. Unsere Daten besagen, dass sich Tali irgendwo in diesen Ruinen aufhält. Die Geth-Aktivität ist hoch und es besteht Gefahr durch die Umwelt. Die Solarstrahlen. Die böse Umwelt. Die ist ja, das ist gar nicht die Umwelt, die ist eh nur böse und böse. Ja, Dreckshippies. So, jetzt kommt's aber. Jetzt kommt's. Da ich das Easter Egg in dieser Mission freischalten will, gehe ich mal jetzt eben ein bisschen am Schwierigkeitsgrad drehen. Wahnsinn! Ja, dann spiele ich nicht. Dann spiele ich nicht. Ich bin verrückt, ich werde das jetzt spielen! Und zwar mit einem schönen Laserpointer. Ich liebe ihn. Sie sind sterben. Und zwar sehr oft. Niemals! Ich hätte mir Sonnenschutzcreme mitnehmen sollen.